Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Warzone mit dem Christian, dem Sebastian und mir, dem Peter. Du meinst, Peter stirbt schneller als Bram in Varo? Das werden wir mal sehen, denn nur weil das jetzt einmal passiert ist, ja, heißt das ja nicht, dass das jetzt immer passiert. 3 Versuche haben wir wieder. Jeder von uns startet 3 Battle Royale Solo Games und nachher schauen wir, wer die beste Platzierung hatte und dann wer die meisten Kills hat, je nachdem. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß. Bis gleich. Tschüss. Ich werde diesmal nicht so früh sterben wie letztes Mal. Auf gar keinen Fall. Ganz am Ende des Fluges springen wir ab, leicht außerhalb des Kreises, zirkeln dann rein und rocken die Bude. Bin zugegebenermaßen schon ein bisschen... Ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Silenced Assault Rifle, hä? Boah, endlich mal Rüstung, meine erste Rüstung, holy shit. Oh Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Gas is moving. Oh Gott! Alter, hab ich mich erschrocken. Time to earn your freedom, soldier. Motherfucker! Oh mein Gott! Das ist ja Bullshit jetzt. Alter, ja genau. Alter. Okay. Erste Runde war nicht so gut, aber die zweite vielleicht. Das war so gut letzte Mal. Das kann eigentlich diesmal nur Kacke werden. Ich hab das im Gefühl. Ich habe jetzt auch Warzone leider ein paar Tage lang nicht gespielt. Das ist hardcore belastend. Oh was? Wie lang der die Waffe ausrüstet, diese große? Oh mein Gott, warum habe ich ihn nicht einfach auch abgeknallt mit der Pistole? Nein! Was ist denn das für eine Waffe? Das ist ein Maschinengewehr, ne? Okay, immerhin darf ich wieder rein. Ich bin total am Ende hier. Guck mal, wo war denn die Zone hier? Wir sind von da geflogen. Oh, dieses kackgroße Maschinengewehr, das braucht halt A, so lange, um ausgerüstet zu werden. Und B, um auch dann mal endlich zu schießen. Ich hasse es. Was haben wir denn hier für eine geile Waffe? Ja, moin! Direkt. Ich glaube, ich hole mir da den Kill-Auftrag. Das sieht doch ganz gut aus. So, den haben wir schon mal aufgenommen. Hier ist die Truhe. Okay. Der Dude ist da vorne irgendwo auf dem Anwesen. Okay, er ist auch auf dem Weg nach links. Hä? Okay, er wurde gerade weggemacht. Ja, geil. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ja, okay. Kommt einfach vor mir einer runtergesprungen. Kann ich mit leben. Da ist einer ins Haus gegangen. Jo. Oh mein Gott! Hä, warum kommt denn da noch ein Zweiter? Wollt ihr mich verarschen? Ja, aber das alles heißt, keine Ahnung. Hat er die Sachen gerade automatisch eingesammelt? Irgendwer anders ist hier noch gewesen. Ich meine, ich hätte einen Parachute gehört. Geil. Nee, Schallgedämpft machen wir nicht. Was ist das denn? What the fuck?
Sollte man damit nicht Leute anvisieren? Enemy UAV overhead. Ah, UAV ist schon nicht so toll. Nee, macht das mal weg. Da bin ich mir eher unsicher mit, was man damit anstellen kann. Ja, cool. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Wait, wo sein? Ich versuch dich zu tricksen! Am Arsch. Hui. Ja, slot the bastard. Wie soll ich das machen? Oh jo, warte, um den kaputt zu machen. Ist das nicht eine Shotgun? Muss ich hier den Müll nehmen von den anderen? Also ich hab... Oh lol. Cool. Verkaufen kann man hier nichts. Also hier sind definitiv Leute gestorben. Ja. Bis da wäre ich eh nicht gekommen. Gut, dass ich da jetzt nicht noch hingerannt bin. Hallo? Das ist eine Einschusswaffe. Oh mein Gott, ich habe dich umgestellt. Okay, nein. Ich hab die nicht umgestellt, oh Mann. Ja, erster Versuch, A1. Runde 2. Da verteilen sie sich alle meine Opfer. Naja, rennt nur weg von mir. Ich dachte gerade, es heißt Boney Yard. Boney, Boney. Targets are up, get to work. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal assi werden, um Kills zu holen. Los, komm! Da hinten. Habe ich gerade jemanden gesehen. Irgendwie kommen hier keine Gegner. Da oben rein. Interessantes Duell. Jetzt haben wir 5900. Wir könnten uns ein UAV holen. Die Frage ist, sollte ich das hier jetzt schon zünden? Closing, get to the new safe zone. Enemy UAV overhead.
Okay, Safe Zone ist alles cool. Da ist Loadout. I don't get it. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Wahrscheinlich schon über alle Berge. Da oben auf der Feuerwehr war gerade jemand. Lol. Come in actual. Request fly over. UAV entering the AO. Oh shit. Time to earn your freedom, soldier. Lassen. Fliegen wir mal ein Stückchen hier rüber an meine Lieblingsplätze da hinten. Und gönn mir mal was Geiles. Gönn mir halt nichts Geiles. Alter. Okay, nochmal eine Gasmaske und eine. Ist das ein Sniper? Das ist eine. So ein Asimov oder was? Eine Schneiber mit Schalli. Oh, ich hoffe einfach, hier ist keiner. Die Selbstwiederbelebung ist anders. Also es ist nicht anders. Also nicht so wie Bram das hatte. Was hat Bram denn da gespielt, dass er immer wieder neu kam? Hä? Oh, ich bin gejagt? Oh mein Gott. Der ist auch nicht so weit weg. Der ist nicht so weit weg. Hä? Der Typ wurde weggemacht? Und er müsste eigentlich auch irgendwo hier sein. Weil er draußen getötet wurde. Wo ist der Dude, der ihn gerade weggemacht hat? In der Richtung wurde gerade geschossen. Oh, da hinten ist einer auf dem Dach. Da sitzen tut er nicht mehr. Okay. Geh mal ein Haus weiter. Vielleicht rennt er ja noch in meine Mine rein, wenn er mich holen kommen will. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich renn mal. Mein Gefühl sagt mir, Seppieu, renn. Lauf, der huntet dich. Okay, wir holen jetzt mal unsere geile Truhe. Und holy moly, was ist da denn drin? Thermal. Was bist du denn? Du bist ein Sniper, du bist ein fetter Sniper. Fettes. Oh Gott. Von wo? Ich werde hardcore. Bist ne Bad. Geh mal zur Ausrüstungslieferung. Ich habe das Gefühl, da geht jemand hin. Das Gas breitet sich aus. Und hier ist auch ein Kill-Auftrag. Yo, moin. Shit! Wieso ist er nicht gestorben? Und wieso ist er nicht weitergerannt? Oh, was? Oh, war kein Auge, Bruder! Puh. Oh, er ist in meine Mine reingelaufen. Nice. Das heißt, er ist drüben. Er ist in meine Mine reingelaufen! Oh mein Gott, aber hier hat noch ein anderer auf mich geschossen. Miti hat ein Kopfgeld von 10.000. Oh mein Gott.
Ah, okay. Ach, dieses Schild ist... Ah, okay. Ich verstehe. Ich habe bereits eine Panzerungstasche. Hier ist ja so eine Werkstatt, oder? Oh mein Gott, ist hier direkt... Oh Mist! Oh Mist! Oh, er hat da hinter einer Wand gehockt und hat gewartet. Oh mein Gott, so gut, Jung. Bomb. Yes! Hier hin, aufs Dach. Kann ich aufs Dach? Oder hat er mich geloodet? Da liege ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Jetzt werde ich gehuntet. Ist hier eine Waffe? Oh, bitte lass hier eine Waffe sein. Oh mein Gott! Scheiße, den habe ich so spät gesehen. Der lag, der stand mitten auf dem Dach. Ich werde jetzt mir die Ausrüstung holen. Ich werde ihm jetzt eiskalt in die Hände laufen. Die Zone kommt, dann piept das ja so ein bisschen. Kommt, ey, wollt ihr mich verarschen? Ach, der hat einen Heartbeat-Sensor, oh Mann. Runde Duo. Der hat eine Waffe gefunden. Ach, leck mich doch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Worauf werfe ich denn meine taktische Granate? War das nicht 4? Zweite Runde war noch erfolgreicher. Versuch 3. To kill them all. Was ist das für ein Monster? Yo, Alter. Alles klar. Bisschen offenes Feld hier gerade. Aber das wird schon kein Problem sein. UAV entering the AO. Ha! Motherfucker, what up? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh shit. Er hat mich gesehen. Ich war mir nicht sicher. Alter, wie schlecht ist denn diese Sniper? Ich dachte, ich würde den easy mit einem One-Hit oder so machen, weil die Gold ist. Aber nix da. Nee, dreimal getroffen. Oh Mann, ey. Time to earn your freedom, soldier. You got roughed up in there. We're bringing you home. Learn from the loss. Failures of... Ich hoffe, bei den anderen ist es besser gelaufen. Er möchte da vorne hin. Finde ich okay. Mach mal. Ich gehe hier vorne hin. Oh mein Gott. Was ist da 4 Leute hingegangen, wo ich hin wollte? Oh mein Gott, das ist geil. Das ist eigentlich eine Schmutzwaffe, ne? War doch bei mir, ne?
Flugblatt bei mir? Oh ja. Das war definitiv bei mir. Aber ich glaube drüben. Nee, bei mir. Ist er hier drauf, oder? Bruder! So nicht! Ich will mal kurz gucken, was er hatte. Oh Gott. Der hat ja schon ordentlich. Ja, geil! Bei dem Händler. Okay, dann gehen wir mal trotzdem dahin. Da, wo Party ist, da bin ich eingeladen, habe ich gehört. Da gerade einer shoppen. Oh, da oben im Dach war einer drin. Habe ich das richtig gesehen? Hier hinterm Haus. Come on, wo seid ihr? Da ist er. Da ist er, da ist er. Gehen wir mal mit rein. Oder? Nein! Oh Mann, er ist über mich drüber. Ich dachte, er pusht nicht. Oh, ich habe aber auch geschossen wie die letzte Oma, ey. Geh mal zum Killauftrag. Hier vorne ist auf dem Dach schon mal eine Kiste. Yay! Mehr als P90 brauche ich in dem Game gar nicht. Also, wir wollten den Killauftrag. Oh, der muss an mir vorbei. Da sehe ich mich! Das ist mein Typ. Das ist mein Typ. Der hat gerade einen gemacht. Wo ist er? Rechts oder links am Haus kommt er jetzt vorbei? Ist schon vorbei? Wer hat das denn gemacht? Mich verarschen? Er ist hier im fucking Haus drin. Nee. Er ist vorm Haus. Hä? Whoop! Danke fürs Einsammeln, Jung. Einmal komplette Ausrüstung, bitte. Ich glaube, ich hole mir vorne noch die Wiederbelebung. Ah, das wird ein Fehler sein. Das wird ein Fehler sein. Hier auf den Dächern, da sitzt doch irgendwo einer. Da so drin. Oder auch nicht. Ich glaube, ich würde mal mit dem Buggy einfach richtig Gas geben, sonst renne ich genauso wie jeder andere doof einfach nur der Zone hinterher und da zack doch. Oh, ich snap mir aber hier dieses geile Gefährt. Das ist nämlich kugelsicherer. Kugelsicherer! Oh, das war eine gute Idee. Weil hier haben schon Leute keinen Bock auf mich. Schon eine gute Sache. Hey. Hier mal ein paar Platten mitnehmen. Diesem Auto, oh mein Gott, diesem Auto hinterher. Den ballern wir jetzt weg. Oh, er hat eine Mine gelegt. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Er finisht mich.
Nein! Och, Kacke! Du Mistkuh, ey! Oh! Ja, dritte Runde wäre schön, wenn ich da ein bisschen mehr hinkriege als einen Kill. Ich hab zumindest schon mal eine Waffe. Da ist doch mal was. Direkt schon UAV. Was ist das denn für ein Ballermann? Ah ja. Loadout kostet 10.000 mittlerweile. Actual, I need recon of the area. Over. UAV entering the AO. Okay, 10.000 ist natürlich heftig. Enemy UAV overhead. Scheinbar ist hier keiner. Bounty target is up. Let's get it done. Der bewegt sich ganz schön schnell. Be advised, enemy team is tracking your location. Naja, machen wir nicht. Tja. Time's up. Objective fire. Der hat sich hingelegt, oh mein Gott. Ah, Premium geschossen. Sort them out or capture the objective. Ich habe einfach keine Schüsse in diesem Spiel, ist das ausgestellt. Woo, Cash. Enemy UAV overhead. Da war ich schnell kaputt. Aber richtig erfolgreich Runden 1-0-1. Oh shit. Okay, wir haben unsere drei Runden gespielt. Ich hoffe, ihr habt euch richtig reingehangen. Ich sag mal, meine Runden waren Ausnahmerunden. Also ich war sehr erschrocken darüber. Ich meine, Bram hätte letzte Mal gesagt, wenn man stirbt und man hat genug Geld, dann wird man einfach wieder, nee, das ist wieder geändert das worden, Geld.
Aber dann war ich im Gulag und dann dachte ich so, hä? Hab ich einen anderen Modus gespielt? Oder fanden die das doch nicht cool? Oder was war da los? Ja, das war zu dem Zeitpunkt ein anderer Modus, ja. Aber die haben, das war nur... Der war nur timed, glaube ich. Ja, genau, das war nur kurzfristig. Die haben nicht das ganze Spiel geändert. Ich war nämlich hart verwirrt, ob ich denn das Richtige jetzt wieder spiele. Aber ich hatte ähnlich, sagen wir, Unglück. Also, man hat ja so dieses... Hast jetzt mal Glück gerade und der hat dich dann doch gesehen oder du rennst einem Typen hinterher und hinter dir läuft noch einer her. Ja, also... Okay, das waren also alles jetzt nicht gerade unsere Premium-Runden, ne? Ich meine, meine beste war 44. 44 Kills? Nee, 44, wow. 44. Achso, stimmt, wir gehen erst nach Kills. Wir gehen erst nach Kills, also ich habe überhaupt nicht geguckt, wie viel da ich... Ja, 44 also Kills. Runterspringen und in die Ecke campen, Peter, wenn du 44 ja Kills hast... Ich glaube, dann war mein bestes 2. Also du hast den Gulag geschafft und noch irgendwie einen weggelassen. Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Und dann hast du in der Ecke gecampt, damit du 44. bist. Nee. Ja, hat jemand mehr? Ich habe mehr. Christian auch schon. Wie viel hast du denn? Ich habe 3. Wow, sehr viel besser. Dritte Runde. 0 Kills. Erste Runde, also auch Gulag und so, ne? Erste Runde. 0 Kills. Oh Gott. Oh. Zweite Runde. Ein Gulag-Kill. Und das war's? Nein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe 3 Kills gewonnen. Ja. Oh, Alter, was ist denn das für eine traurige Nummer? Ja, ey, in der ersten Runde habe ich irgendwie so einen Raketenwerfer oder sowas gefunden. Hab mir gedacht, ja, guckst du dir den mal an. Also nicht den Rocket Launcher, sondern diesen Javelin. Ja, guckst du dir mal an, wie das passiert, während ich das benutzt habe. Bum, bum, tot. Bum, bum. Ja. Ja, okay. Also herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Ja, Glückwunsch. Eindeutig starke Leistung von dir. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.